Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Es ist ein Tag vor Ostern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie waren denn Ihre Vorbereitungen auf das Fest dieses Jahr? Ganz anders? Oder möglichst so wie sonst, damit wenigstens das uns erinnert an die Normalität? Das Einkaufen war etwas komplizierter als sonst. Und es wird kein Essen für alle Verwandten gekocht, und es gibt auch kein gemeinsames Kaffeetrinken am zweiten Feiertag. Anders wird es sein dieses Jahr, das Osterfest. Aber es ist Ostern. Das Leben erwacht neu. Selbst auf meinem neuen Balkon an der tiefen Riede gibt es Osterglocken. Und wenn ich mich jedes Mal auf den Weg zum Büro mache, dann sehe ich an den Ecken frisches Grün. Wir haben uns vorbereitet auf eine Osternacht hier in der Marktkirche. Hanna Kreisel-Liebermann und ich haben uns schon sehr darauf gefreut, mit der großen Gemeinde, dem Bachchor und dem Jubilieren der Orgel, den Solisten, aber vor allen Dingen mit einer großen Gemeinde, die Osterkerze anzuzünden, das ökumenische Geschenk unserer römisch-katholischen Geschwister. Ganz anders wird das Osterfest sein, und doch möglichst so wie sonst. Die Passionszeit, sie war dieses Jahr wahrhaftig eine Zeit des Verzichtes. Wie wird Ostern sein, das Fest der Freude? Ich will schließen mit der ersten Lesung aus der Osternacht. Hoffnung auf das neue Leben in der Natur und Hoffnung auf etwas Neuem in unserem Glauben. Im ersten Buch Mose steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott schied den Himmel von der Erde, das Land von dem Meer. Er schuf Gras und Bäume, Sonne, Mond und Sterne, Fische und Vögel und alle Tiere des Feldes. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, dass der herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und alle Tiere des Feldes, und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er uns, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete uns und sprach zu uns, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.